Ja, während ich hier mit ihm am Telefon spreche, werde ich dabei aufgenommen vom hessischen Fernsehen. Sehen Sie. Also ich danke Ihnen schön. Danke sehr, ich Ihnen und den Beteiligten allen. Auf Wiedersehen. Die Menschen werden lernen, in ihrem Leben wesentlich auf Zeichen zu reagieren. Als Symbol pflege ich da einfach an den Übergang über die Straße zu erinnern. Früher ging man über die Straße und hat rechts und links geschaut, hat sich überlegt, kann ich jetzt noch hinüber? Und hat dann die Entscheidung getroffen. Heute wartet man auf das grüne Licht und wenn das rote Licht kommt, bleibt man stehen. Und das wird wenigstens im Allgemeinen, es gibt natürlich auch hier immer Ausnahmen, aber das könnte so weit sich entwickeln, dass derartige Reaktionen in die Substanz des Menschen übergehen und dass er gewissermaßen ohne Überlegung einfach glatt bei Rot stehen bleibt. Also eine rationale Verhaltensweise, die ihn aber in gewisser Weise dann zum Instinkt geworden, der tierischen Reaktionsweise näher bringt. Herr Professor, diese Angst vor der